Gut, das haben wir jetzt hier ausgeräumt. Jetzt können wir mal hier hacken. Ding. 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 So, dreimal. Ah, ich glaube, ich habe etwas Ein gefunden. Lederbeutel und nichts mehr drin. Ach, die Zeit ist rum. Ah, okay, ist lang gebraucht. Nichts zu plündern. Schade. Was wäre es jetzt noch gewesen? Schrast. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Spruchrolle. So. Was habe ich für eine Spruchrolle bekommen? Ein Feuerball. Das sollte schon Pfeil sagen. Ja, meine Lieblingsbeschäftigung. Wieder mal speichern. Dann. Moment mal. So, mein. Oh, Moment. Gleich. So, Entschuldigung, hatte einen wichtigen Anruf. Weiter geht's. Da ist nichts zu holen. Ach stimmt, Gobbys töten. Schwarzer Gobby. So, schwarzer Gobby mitkommen. Hi Leute, hi Leute, hi Leute, ciao Leute. Oh nein, ist der Beschworene, das ist der Schwarze. Schwarz. Irgendwie, warum tackert die eigentlich wieder alles? Das ist der Schwarze. So. Gut, der bleibt halt nicht lang. Genau, die wertvolle Innenstatue, die wir ja für den Feuermagier besorgen sollten, ist sie nämlich auch. Deswegen wollte ich auch in diese Höhle noch rein. So, rohes Fleisch, Brot, wir nehmen noch alles mit. Das, was Greg wollte, ist natürlich, das haben wir ja schon längst, ist er mit diesem Stein markiert gewesen. Und ja, dann sind wir jetzt durch. Das war die Höhle. Das war der Goblin. Moment, nehme ich, dann klaue ich dem halt noch den schweren Ast. Ansonsten können wir den nicht weiter ausnehmen. Schade, dass die Blöße kurz durchhalten, aber gut. Und da hat er sich geändert, ja. Wo warst du denn so lange? Hast du schon was gefunden? Ja, ich habe ein Säckchen mit Gold ausgegraben. Her damit! Hier hast du es. Das ist gut. Dann sind sie immer noch da. Bist ja doch zu was zu gebrauchen. Okay, hör zu. Ich habe noch mehr vergraben. Und du wirst es mir wieder beschaffen. Also, auf dem kleinen See mit den zwei Wasserfällen ist eine kleine Insel. Da müsste ein Versteck von mir sein. Weiter oben auf dem Weidenplateau habe ich auch zwei Stellen, an denen ich was vergraben habe. Die eine Stelle ist hinterm Bauernhof da oben und die zweite neben dem Eingang zum Pass bei den Wasserfällen. Es führt eine Treppe hinunter von den Feldern des Bauern dort oben zu denen des Großbauern. In dem Talkessel am Ende der Treppe ist eine weitere Stelle. Ich werde bei der großen Kreuzung bei den Feldern des Großbauern auf dich warten. Enttäusch mich nicht, das würdest du bereuen, klar? Wir hätten ihn auch gerade anlügen können und sagen, dass wir nichts gefunden haben. Hätte sich kurz aufgeregt, uns aber trotzdem die Stellen verraten. Also, ich hätte es auch behalten können. Gut, demnach kennen wir jetzt die anderen Stellen, wo wir suchen sollen. Wir haben die wertvolle Innenstatue. Wohin geht er jetzt? Geht er eigentlich oben rum, oder? Das wüsste ich jetzt eigentlich schon gern. Er geht jetzt gemächlich. Ja, ne, stimmt, er geht zur Kreuzung. Dann klauen wir eben vorher noch die Wölfe weg. Ha, scheiße, Wölfe, zwei, groß. Wen greifst du gerade bitte an? Nein, lass meine Blutfliegen in Ruhe. Scheiße, nein, dann nimmt mir jetzt alle Erfahrungspunkte weg. Puh. Da muss ich ihn jetzt doch unterstützen. Um zumindest die Erfahrungspunkte abzustauben. Halt nicht Greg. Nicht den Lurker. Ich will die Blutfliege haben. Weil die kriege ich wenigstens. Mist viel weniger. Wenn es Greg nicht tun würde. Nein! Ein Mist viel weniger. Die ganzen Erfahrungspunkte. Scheiße, den Lurkerhaut kann ich noch nicht abnehmen. Da ist nichts zu holen. Oh nee, dann gehe ich da ganz kurz weg. Damit es sich an die Stelle vom Ding spawnt, von der Kreuzung, und nicht die ganzen Viecher abschlachtet. Ich will nämlich die Erfahrungspunkte haben. Ja.
Beide Erfahrungspunkte. Dann gehe ich halt jetzt doch runter zur Stadt, würde ich sagen, nochmal. Ja. Ist zwar jetzt doof, aber ne, muss halt jetzt so kurz sein. Kann ich jetzt noch Schlösser knacken lernen, kann Boss mal das Zeug mal geben, kriege ein bisschen Kohle zusammen. Kann Errol mal eine Steinplatte nochmal geben? Steintafel, letztendlich Platte. Hey, you! Da. Wegen der Steintafeln. Ich hab hier eine. Ich danke dir. Eine fehlt mir jetzt noch. Natürlich werde ich sie dir bezahlen. Genau, fehlt dir noch eine? Wir könnten auch zu Akils Hof vorbeischauen, wenn wir sowieso in der Nähe sind. Aha, das vielleicht noch. Anstatt direkt zur Stadt zu gehen. Nehmen wir das noch mit. So. Müssen wir aber hier hoch, rechts rum. Ach, stimmt, die ganzen Pilze kann ich dann auch noch gleich mitnehmen. Pilze, Pilze, Pilze. So. Hey, you. Wie sieht's aus? Schon lange keinen Fremden mehr auf unserem Land gesehen, der uns nicht gleich die Haut abziehen will. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht bei dir getäuscht. Ich bin Egil. Und der komische Vogel dort drüben ist mein Bruder Enim. Mhm. Wie läuft die Feldarbeit? Bestens, wenn diese elenden Feldräuber nicht ständig unsere Ernte vernichten würden. Warum unternimmst du nichts gegen die Feldräuber? Du machst mir Spaß. Seit ich hier auf diesem Hof bin, habe ich schon unzählige dieser Viecher erledigt. Es kommen aber leider immer wieder neue. Bisschen wie mit Minecrawler bei Gothic. Hey! Wer bist du? Mein Name ist Enim. Ich bin einer der Feldarbeiter. Und die halbe Portion da drüben ist mein Bruder Egil. Wir arbeiten schon seit einigen Jahren für Akil hier auf dem Hof. Wie läuft die Feldarbeit? Willst du mithelfen? Da hinten steht noch eine Hacke. Schnapp sie dir und dann ab aufs Feld. Du musst nur aufpassen, dass die Feldräuber dich nicht überraschen. Die reißen dir mit einem Bissen glatt den Arm ab. Nett. Warum unternimmst du nichts gegen die Feldräuber? Ich habe schon viele von ihnen erschlagen. Ich kann sie gar nicht mehr zählen. Das Dumme ist nur, sie kommen immer wieder. Dein Bruder hat das Gleiche erzählt. Was denn? Der Drückeberger? Der ist doch immer gleich verschwunden, wenn die Biester auf unser Land kommen. Er sollte besser nicht so einen Unsinn erzählen. Kann ich doch mal mit dem anderen reden? Moment. Dein Bruder erzählt etwas Ähnliches. Aha, was denn genau? Dass er auch schon viele Feldräuber zur Strecke gebracht hat. Was? Der Blindgänger findet doch noch nicht mal allein nach Hause. Sag ihm, er soll man nicht so aufschneiden. Oh, oh. Das nenne ich Bruderliebe im Moment. Hey. Dein Bruder hält dich für einen Aufschneider. Was? Er wagt es tatsächlich, sowas zu sagen? Er soll bloß aufpassen, dass ich ihm nicht das Fell über die Ohren ziehe. Geh hin und sag ihm das. So, spielen wir heute Hermes, den Boten. Enim ist wegen der Geschichte ein wenig gereizt. Er soll sich nicht so aufblasen, sonst reiße ich ihm den Kopf ab. Sag ihm das. Okay, sagen wir ihm das. Hey, Enim. Hey, you. Ich finde, ihr beide solltet euch wieder entspannen. Der Dreckskerl gibt nicht nach. Hab ich recht? Ich werde ihm die Gedärme rausreißen. Sag ihm das. Das wird nicht besser. Sag es ihm doch selbst. Das werde ich auch. Ups. Und hier sehen Sie einen Streit unter Brüdern. Mit Sicheln. Die sie nicht treffen. Die an Zäunen hängen bleiben. Die mich fast schlagen. Hört ihr auf.
Sie umkreisen sich. Zack, rennen aufeinander zu. Schlagen zu. Zack, oh, jetzt geht's los. Jetzt wird ausgeteilt. Und sie treffen doch nicht. Ich finde es aber cool, wie sie auf, direkt voreinander stehen und dann Beil voll ausholen, voll durchziehen von oben nach unten. Genau, sowas. Bin gespannt, wer gewinnt. Ich setze ja auf Enim. Persönlich. Ja, und Enim gewinnt. Ah, danke für die Sicherheit. Immerhin hast du wenigstens Geld dabei. Ich habe nichts geklaut. Eine Waffe nehme ich mal mit. Die habe ich genommen. So, und jetzt? Warte mal. Willst du noch mehr Ärger anzetteln? Ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt gehst. Oh Mann, mein Kopf. Hast du nicht genug Schaden angerichtet? Ich finde, du solltest jetzt gehen. Ey, ich habe nicht dich attackiert, sondern dein Bruder. Ich halte mich da raus. Ach genau, jetzt das kommt das mit den Söldnern. Die Kathi. Mein Mann wird von diesen Halsabschneidern bedroht. Wir sind königstreue Bürger der Stadt und die Söldner wollen uns ausrauben. Jetzt steh doch da nicht herum. Tu doch irgendwas. Hilf uns. Ja, my lady. Gehen wir mal kurz mit Akil. Gibt's Schwierigkeiten? Nein, nein. Es ist alles in Ordnung. Es ist besser, wenn du jetzt gehst. Bist du sicher? Ja, es ist alles in Ordnung. Du, ich kann jetzt nicht mit dir reden. Encarro und Alvarez. Was dich auch immer hergeführt hat, besser du vergisst es und verschwindest. Merkt mal, das ist die Stimme von Diego. Du hast Diegos Stimme geklaut. Hey, Kleiner, hast du dich verlaufen? Geh zurück aufs Feld und pflück ein paar Rüben. Okay, ich gehe wieder. Da muss ich, um das hier voranzubringen, muss ich sowieso noch jemand anders einschalten. Dazu muss ich sowieso runter zur Stadt. Deswegen bin ich überhaupt noch mal hier lang gegangen. Weil dann kann ich das in einer Aufwasch machen. So, mit Kräuter sammeln. Und nach unten gehen. Dann kann ich auch unten gleich die Dinge holen. Truhen öffnen. Muss ich hier lernen. Wie viel Kohle habe ich inzwischen? 477, das ist ja immer noch nichts. Dann kann ich auch die Felle abgeben. Und vielleicht mal wieder abspeichern. So. Dann gehen wir zu Torm und Bosbar. Aber vorher... Ja doch, machen wir erstmal zu Mika. Der wird mir was erzählen. Ich brauche deine Hilfe. Wenn's unbedingt sein muss, was ist los? Der Bauer Akil wird von Söldnern angegriffen. Was? Das Lumpenpack treibt sich auf Akils Hof herum? Dann lass uns keine Zeit verlieren, folge mir! Müssen wir dem... Nein, das ist keine Verfolgerquest, ne, dann passt es schon. Wir müssen bloß später nochmal zu ihm hin. Ich würde sagen, wir speichern jetzt ab. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn ich richtig abspeichern würde. Scheiße. Das auf Punkt 6, 4. So, jetzt ab. Okay, gut. Und wir sehen uns dann nächstes Wochenende wieder. Bis dahin. Ciao.